Hey Leute, das hier wird Teil 2 von der Piaggiosphäre NSL. Okay, bei dem Modell haben wir den Unterdruckventilhahn auf der Seite hier. Ich mache den Benzinschlauch jetzt weg vom Vergaser, weil ich will den Unterdruckhahn kontrollieren, ob auch funktioniert. So eine ganz arg blöde Schelle da drauf. Aber immerhin ist der Schlauch noch ganz gut, der ist auch schön flexibel. Es gibt auch Sphera-Modelle, ich weiß halt wirklich, ich kann die nicht unterscheiden, welches 1 und welches 2 ist. Da ist der Unterdruckhahn auf der anderen Seite. Aber das wisst ihr ja auch. Okay. Ich habe hier schon mal mein Döschen und alles hingestellt, damit jetzt wenn da ein paar Tropfen rauskommen, die kann ich direkt auffangen. Und wenn was rausläuft, so, jetzt die paar Tropfen dürfen rauskommen. Das ist okay. Dann haben wir hier den Unterdruckschlauch. Den kann man einfach so runterziehen vom Verwerser. Und wenn ich jetzt hier Vakuum anlege, also an dem hier, an dem Unterdruckhahn müsste dann hier Benzin rauskommen. Ich mache schon mal, ob ich hier alles zeigen kann. So. Genau. Wenn ich das wegmache, müsste wieder aufhören. Perfekt. Das läuft jetzt noch nach, bis die Leitung hier leer ist. So, die Leitung ist jetzt leer. Und ich lasse den jetzt auch mal eine Nacht so hängen. Und schau, ob morgen früh hier noch feucht ist, weil wenn der hier feucht ist, dann bedeutet es, dass der nicht hundertprozentig schließt, dann muss der auf jeden Fall neu. Aber das sehen wir dann morgen. Ich lasse es jetzt einfach mal so hängen, da dürfte jetzt nichts mehr rauskommen, weil der Tank wird eh komplett mal gereinigt und sauber gemacht. Ihr wisst ja, immer als allererstes machen, da hat man schon eine Fehlerquelle beseitigt. Ich habe hier wieder den Seitenschneider, weil hier vom Choke dieses Kabel geht. Hier ist der Stecker, wo der Choke zusammengesteckt wird. Und hier haben wir ein mysteriöses Klebeband. Gedöns. Ganz ehrlich, es fühlt sich so an, als hätte da irgendjemand was reingeklemmt oder so. Ich vermute mal, dass jemand da mit Lüsterklemmen gearbeitet hat. Das sehen wir ja auch gleich. Ja, wer hätte es gedacht? Oh Leute, warum macht ihr denn sowas? Das ist nicht cool und auch nicht schön. Das, ja, das machen wir auf jeden Fall auch mal anders. Das geht gar nicht klar. Einfach so, ja. Okay, man kann es sich einfach machen, finde ich nicht so schön. Ist jedem selbst überlassen. Ich mache es richtig. Gut, machen wir weiter am Vergaser. Als nächstes mache ich die Ölleitung weg. Ich hoffe mal, dass ich die vernünftig runterbekomme, weil die werden auch gerne mal so steinhart bei dem Modell. Oh, okay, die ging leichter runter als gedacht. Dann machen wir den Schieber weg. So. Okay. Na, das macht einen vernünftigen Eindruck. Hier die Dichtung, die darf man nicht verlieren, die ist wichtig. Das Schräubchen mache ich gleich wieder rein, bevor ich es verliere. Weil ich kenne mich. So, dann können wir diese Schelle hier lockern. Und dann müsste der Vergaser auch schon von alleine rausplumpsen. Was da? Jawohl. Schon haben wir es in der Hand. Da haben wir schon das erste Teil, was ich bestellen muss. Das ist dieses Verbindungsstück vom Vergaser zum Luftfilterkasten. Und zwar hat es hier, man kann es ziemlich gut sehen, ein Loch. Klar, im eingebauten Zustand sieht man das nicht, aber das ist halt so eine potenzielle Fehlerquelle, wo er dann Falschluft ziehen kann. Und deswegen auf sowas immer achten, deswegen mal das volle Programm durchziehen. Wirklich alles mal ein bisschen biegen und knicken und machen und schauen. Und wenn es kaputt geht, während ihr es knickt und biegt, dann wisst ihr, das Teil muss sowieso neu. Wenn es davor schon kaputt war, dann auch neu. Deswegen, klar, es ist jetzt traurig, man muss wieder Kohle investieren, aber es ist dann wieder so ein Faktor, ihr macht euren Roller gut und er wird dann jederzeit anspringen.
Ich zeig's dir aus der Nähe. Ich habe jetzt die Metallschelle weggemacht und schaut mal, wie das hier dann aussieht, was dann zum Vorschein kommt. Ja, das ist nicht so schön. Das muss neu. Machen wir alles. Schaut mal jetzt an den Ansaugstutzen. Ich mache euch ein bisschen Licht. Das haben wir ja vorhin schon gesehen, was das hier, diese komischen Fetzen waren, da, die da. Jetzt können wir die Schelle hier runternehmen. Und da kommt dann schon irgendwelches, ein Gummischlauch oder was auch immer das war. Hier, labbriges Ding. Ja, guckt es euch an, jetzt sieht man. Ja, hier, der hat auch das gerissen. Da. Und anstatt, dass man den neu macht oder frisch macht, hat man einfach einen Gummischlauch. Ja, das ist immer so ein. Ich finde es traurig, ich finde es schade, weil man macht sich die Mühe, einen Gummischlauch drüber zu ziehen, aber man macht sich nicht die Mühe, für ein paar Euro ein neues Teil einzubauen. Finde ich schade, aber ist jedem selbst überlassen. Gut, dann machen wir gleich den Ansaugstutzen runter. Ich habe gerade gesehen, eine 10er-Schraube und eine 8er-Schraube ist auch nicht normal. Und was ich schon ganz geil finde, was ich auch von hier aus sehe, dass sie diesen Fahrradschlauch, den sie vorhin bei der Schelle benutzt haben, also hier um den Ansaugstutzen rum, auch glaube ich auch als Dichtung benutzt haben, weil hier schaut so komisches Zeug raus. Aber das werden wir gleich sehen, sobald wir den abgemacht haben. Wird ganz interessant. So, da ist die 10er-Schraube. Achso, dann brauche ich dann die 8er. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay. Okay, die Membrane sieht gut aus. Ist halt komplett voll. Ich weiß nicht, ob das ist, ob das Benzin ist oder Öl ist, weil hier ist alles auch total voll. Es fühlt sich nach Öl an. Klebt auch alles zusammen. Ja, das ist halt wirklich dieses Fahrradmaterial. Ja, ich werde das mal mit Gewalt aufreißen und dann berichten, was es ist. Ich habe einmal ein bisschen gezogen und schon ist mir das entgegengekommen. So. So sieht ein Fahrradschlauch aus, denke ich mal, wenn man ihn als Dichtung benutzt. Ja, sollte man nicht machen. Ich meine, ja, und vor allem ist das hier das reduzierte Stückchen, weil Meise gibt es ja noch mit einem offenen. Muss ich auch neu bestellen, kommt auch auf die Bestellliste. Aber ja, alles seltsam voll mit diesem Öl. Okay, jetzt zeige ich euch mal, was nicht so cool ist. Schaut mal rein in den. Hier, man kann zum Loch reinschauen. Schaut mal das Licht kurz. Dann, genau. Wenn ich jetzt am Kickstarter den bewege, dann können wir unten sehen. Und man kann es auch hören. Da, boah. Das Ding, der Motor steht komplett voll mit Öl. Das ist uncool. Ich kann es euch mal zeigen mit einer Pipette. Geh mal ein Stück nach hinten. Geh mal ein Stück nach hinten. Hier habe ich die Pipette, die ist leer. Und wenn ich die jetzt reinführe und loslasse. Moment, ich komme gerade nicht ran. So, jetzt werdet ihr es gleich sehen. Ich hoffe, ihr könnt schon sehen, wie es hochsteigt. Da kommt das ganze Öl raus. Das bedeutet für uns, das müssen wir einmal komplett absaugen, weil der Motor steht voll mit Öl. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es durchgelaufen durch die Ölpumpe. Wir wissen es nicht. Hier gerade den Auspuff abgebaut, einfach mal schräg gestellt und schaut mal, wie das Öl hier raustropft. Oh Mann, Mann, das Zeug ist jetzt komplett überall. Ja, wird eine Weile dauern, das überall rauszubekommen. Da ist noch die Pipette mit dem Öl drin. Hier ist der Krümmer. Ja, und da sieht man, wie das Öl drin steht. Joa, das Zeug ist echt überall jetzt. Hier ist der Vergaser und mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt es an diesem Ventil hier, weil das ist das Öl, da ist so ein Rückschlagventil drin. Wenn das hinüber ist, dann läuft das Öl hier einfach durch und läuft komplett über die Zeit in den Motor rein. Ja, die kann man vielleicht, oh mein Gott, jetzt läuft der Vergaser aus, Mist. Die kann man mal überprüfen und schauen, wie es aussieht da drin. Aber
Am besten aber direkt neu holen. So, Ersatzteile sind angekommen, der Roller steht schon ein paar Tage. Ganz ehrlich, ich habe hier diesen Ansaugschlauch zwischen Vergaser und Luftfilterkasten. Leute, nicht rummurksen, nicht versuchen zu kleben, nicht mit Klebeband. Es wird ein paar Tage funktionieren, danach habt ihr wieder das gleiche Gedöns. Die Dinger sind nicht teuer, die kosten keine Ahnung, 10 Euro oder so. Investiert, dann habt ihr wieder 20 Jahre Ruhe. Dann haben wir hier den Ansaugstutzen. Da. Hier haben wir den Unterschied, dass es halt ein viel, viel größeres offenes Loch hat. Das bedeutet, er kann viel mehr Luft vom Vergaser, also viel mehr Luft-Benzin-Gemisch vom Vergaser in den Motor reinsaugen. Theoretisch heißt das ja mehr Leistung, mehr Drehmoment, mehr alles, alles viel toller. Ich bin aber der Meinung, wenn der Roller davor, weiß ich aber nicht, gut gelaufen ist mit dem reduzierten Stückchen, weil ab Werk ist es auch reduziert, dann sollte man wieder einbauen. Das Gute an dem ist, dass die einem gleich zwei verschiedene Dichtungen mitschicken. Warte, ich mache es kurz auf. Zeige ich es euch, wie die Dichtungen aussehen. Da könnt ihr dann selber entscheiden, ob ihr halt das volle Potenzial nutzt. Moment. So, das sind die zwei Dichtungen, die dabei sind. Einmal habt ihr das volle Potenzial, die volle Öffnung, und einmal habt ihr hier ein Reduzierstück, wo ihr praktisch das einbaut. Dann ist das wie im Originalzustand. Ich werde auf jeden Fall das hier einbauen, weil, wie gesagt, ich will einfach alles original, alles funktioniert, alles ist picobello, alles ist top. Dann fangen wir mal an. Okay, wir haben uns gerade mit dem Azubi zusammengesetzt und nochmal drüber nachgegrübelt, und es war einfach falsch, was ich gerade erzählt habe. Aber kein Problem, ich probiere es. Oder ich erzähle meine Fehler weiter, habe ich kein Problem mit. Und zwar ist es ganz anders gedacht, weil ich dachte, das wäre das Reduzierstück, aber wenn ich das draufsetze, habe ich trotzdem die komplette Öffnung. Also ist das gar kein Reduzierstück, das kommt einfach von oben drauf. Und diese Dichtung braucht man vor allem, wenn man einen alten Ansaugstutzen hat, der schon abgenutzt ist, so wie unserer hier. Jetzt hat man eigentlich eine Dichtfläche, aber die hier ist bei dem schon total platt gedrückt. Das Ding ist auch schon 20, 30 Jahre alt. Da bräuchte man auf jeden Fall eine neue Dichtung. Unser neuer Ansaugstutzen, da sieht man das. Der hat schon so eine Dichtung, die ist etwas erhöht. Da brauchen wir die Dichtung nicht, weil das dichtet schon perfekt auch ohne Dichtung. Dann haben wir dieses untere Teil. Also, was heißt untere Teil? Die andere mit dem großen Loch, die kommt einfach unten an den Membranblock dran. Die wird drauf gemacht. Aber die könnt ihr nicht einfach so drüber ziehen. Das bedeutet, ihr müsst erstmal die Schrauben hier lockern oder wegmachen, dann drüber ziehen und dann wieder drauf. Also auch wirklich machen. Nicht nur faul sein und das nicht machen, sondern wirklich die Schrauben lösen. Weil ich habe es gerade probiert, das drüber zu streifen, das funktioniert nicht. Da reißen die Dinge ein. Deswegen lösen wir die kurz, machen es drauf und dann können wir es einbauen. Da haben wir die Dichtung. Schaut mal runter. Ich habe jetzt eine Seite runtergenommen und will mal probieren, ob das schon reicht. Ob ich das dann hier drüber gestreift bekomme. Ohne Probleme. Jawohl. So sieht es doch schon ganz ordentlich aus. So, also es reicht auch, wenn man eine Seite wegmacht. Da hat man hier genug Spielraum. Dann bauen wir das gleich wieder zusammen und wieder ein. Alles klar, dann bauen wir den Membranblock wieder rein. Das Öl haben wir abgesaugt, haben versucht, bestmöglich alles rauszubekommen. Klar, ein paar Tropfen werden noch drin bleiben. Der muss dann mit der Zeit mal durcharbeiten. Der wird auch am Anfang wahrscheinlich ewig lang rauchen und stinkern. Aber wir wissen ja, was passiert ist, und das Problem haben wir mittlerweile schon behoben. Bauen wir ein, als erstes den den Membranblock rein. Dann kommt der Ansaugstutzen drauf. Der hier bauen wir keine Dichtung dazwischen, weil er ja noch neu ist und selber gut dichtet. Und dann kommen die Schräubchen drauf. So. Okay, das war's mit Gefühl anziehen, nicht mit brutaler Gewalt, so dass die Dichtungen schön sitzen und dichten.
Hier haben wir den Auspuff, er ist schon fertig. Eigentlich wollte ich wirklich tatsächlich den hier mal euch zeigen, wie man es macht, in aller Ruhe, im Detail. Mein Azubi konnte nicht die Finger davon lassen, war voreilig. Ich muss gestehen, er hat es wunderschön gemacht. Also er hat ihn komplett runtergeschliffen, mit Hochtemperaturlack bearbeitet, hat die Fläche hier, das Hitzeschutzblech abgeschliffen, sauber gemacht, hier mit schönem silberner Lack lackiert. Geil, einfach nur richtig, richtig geil geworden. Also Lob an den Azubi. So, zwischendrin mal was Interessantes. Und zwar, ich habe gerade den Choke geprüft, der war ja hier mit der Lüsterklammer. Ich habe hier Plus und Minus angesetzt und mich gewundert, warum er nicht funktioniert. Dann habe ich jetzt die Lüsterklemme auseinandergebaut und schaut mal, man sieht es sogar ziemlich eindeutig. Hier, der goldene Kontakt war richtig, der war festgeschraubt an dem Kontakt. Und der hier wurde einfach nur ins grüne Kabel reingeschraubt. Das heißt, der hat gar keinen Kontakt gehabt oder nur ganz, ganz schwachen. Ich werde es jetzt nochmal überprüfen, indem ich hier jetzt einmal direkt Plus und Minus ansetze und schaue, was sich dann bewegt. Werdet ihr gleich sehen oder ich werde es gleich berichten. So, und tatsächlich ist er jetzt rausgekommen. Das lag tatsächlich, also irgendjemand hat sich eine zusätzliche Fehlerquelle mit dieser Lüsterklemme eingebaut. Ich werde es direkt ranlöten und dann ist das beseitigt. Ein Fehler mehr. Und deswegen sage ich immer, Leute, zieht das volle Programm durch, dann entdeckt ihr die ganzen Fehler, könnt alles aufheben und dann wird euer Roller mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch schon laufen. So, Vergaser habe ich gerade auch schon gereinigt. Ich zeige euch natürlich nicht, wie es geht, weil das habe ich ja schon sehr oft gemacht. Ich wollte nur sagen, ich habe ein neues Ölrückschlagventil eingebaut. Das hier, das alte, war Murks, deswegen ist der Motor uns auch vollgelaufen mit Öl. Das Bauteil kostet um die 10 € oder so und es hat so verursacht gerne mal Probleme. Falls ihr euch unsicher seid, testet. Ich werde noch ein eigenes Video dazu machen. Also behaltet das mal im Hinterkopf. Und so sieht der Choke aus, wenn man ihn vernünftig repariert hat oder geflickt hat. Guck mal, ein bisschen löten mit Lötkolben, ein bisschen Schrumpfschlauch drüber und fertig. Tausendmal besser. Jetzt kommt das hier wieder drauf, ein bisschen Isolierband vielleicht noch, wenn es sein muss. Sieht doch aber tausendmal besser aus. Okay, da der Auspuff gerade ab ist, haben wir den Reifen auch runtergenommen, haben uns die Bremsbeläge angeschaut. Schaut mal hin. Die sind noch top, die haben noch massig Fleisch. Dann haben wir hier gleich auch die zwei Schrauben. Da lassen wir das Getriebeöl ab. Da steht sogar Oleo drauf. Also die untere ist zum Ablassen, die obere ist zum Befüllen. Wir machen zuerst die obere auf, damit das beim Ablassen Luft ziehen kann, sich da drin kein Vakuum bildet, damit auch alles restlos rauslaufen kann. So. Hier müsst ihr schauen, auf der Schraube ist immer noch eine Dichtung. Die dürft ihr nicht verlieren. Die hier sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Schauen wir mal, was wir damit machen oder ob es noch dichtet. Jetzt die untere und dann wird gleich das Getriebeöl rauslaufen. So. Da läuft die gute Soße. Geh mal richtig nah ran. Ja, aber ganz ehrlich, sieht noch frisch aus und macht keinen so hässlichen Gestank. Aber wer weiß, ich meine, schadet ja nicht. Wenn wir schon dran sind, spendieren wir dem auch frisches Getriebeöl. Während das Getriebeöl rausläuft, es ist ein bisschen kalt, es dauert ein bisschen, zieht sich, ja, lass ein paar Minuten rauslaufen, schadet ja nicht. Mache ich den Variomatic-Deckel auf und wir schauen mal rein, wie es da drin aussieht. Sind wieder mal 1 Million Schrauben bei dem Modell. Aber das muss ja alles stabil und fest sein. Wieder mal das gleiche Problem. Da helfen wir ein bisschen nach. Mit sanfter Gewalt. Das Spiel kennen wir ja schon. Weil wenn es eine Weile nicht mehr benutzt wurde, dann gammeln die fest. Kontrollieren auch, ob alle Schrauben raus sind. Jawohl. Ne, dann muss ich noch mal ein bisschen klopfen. Haben wir gleich, haben wir gleich. Genau das. Hier seht ihr die Buchse da drin. Die klemmt manchmal ein bisschen mit der Zeit, wenn es oxidiert und so. Aber da,
Schau, diesen Deckel an. Macht einen super Eindruck. Bisschen Ablagerung, halb so wild. Bisschen durchreinigen wird super. Das sieht echt gut aus. Und hier drin sieht auch alles super aus. Ja, die Pumpe ist auch richtig eingestellt. Die kann man da kontrollieren, ob die Markierungen passen. Jetzt sieht man es nicht, weil dreckig ist. Also sauber machen, kontrollieren. Der Riemen ist von Pirelli. Der ist neu, der ist nicht original. Aber der Anlasserfreilauf ist mir gerade rausgefallen. Den können wir auch gleich kontrollieren. Rausmachen. So, dann loslassen. Er schnappt zurück. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Macht auch einen Top-Eindruck. Alles schön sauber. Okay, dann hole ich gleich das große Spielzeug und wir machen die beiden Sachen auf. Okay, das ist das Ende von dem Teil 2. Wir machen auf jeden Fall noch einen dritten Teil. Wird richtig spannend, wird aufregend, wird geil. Also der fährt sich richtig, richtig gut. Es ist ein grandioser Roller. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, könnt ihr jederzeit in die Kommentare reinschreiben oder aber bei Instagram Rocky Roller Doktor. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!